In diesem Video geht es um künstliche Intelligenz, aber das, was wir sehen, hat mit Intelligenz nicht viel zu tun. Ja, das sehe ich auch. Ich meine damit nicht mich, Johannes Ruhe, sondern tatsächlich das, was wir gleich sehen werden. Und das sind die 5 dümmsten KI-Gegner in Videospielen. Der 2009 erschienene First-Person-Shooter Rogue Warrior von Publisher Bethesda wollte einmal ganz oben mitspielen, landete dann aber doch eher ganz unten in der Videospiel-Nahrungskette. Das Spiel, ursprünglich in den Händen der Entwickler Zombie Studios, sollte eigentlich schon im Jahre 2007 erscheinen. Bethesda war aber unzufrieden, gab das Projekt kurzerhand an ein anderes Studio namens Rebellion Development und ließ das Konzept umkrempeln. Gebracht hat's aber nix. Bei Release im Jahre 2009 haperte es an allen Ecken und Enden, vor allem bei der Gegner-KI. Diese waren so unaufmerksam, dass man bei 2 sich nebeneinander unterhaltenden Soldaten mit einem Gespräch den einen abknallen konnte, ohne dass der andere dies bemerkte. Außerdem machten die Kerle keinerlei Anstalten, unseren Granaten auszuweichen. Zugegeben, bei den Hitman-Spielen gehört es wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Spielprinzip dazu, dass sich die KI-Wachen leicht täuschen lassen. Ich meine, ich bitte euch, wir laufen da in den absurdesten Kostümen rum und die erkennen uns auf einmal nicht mehr. Trotzdem ist die KI der Hitman-Spiele immer für den ein oder anderen Gag gut. Vor allem scheint es immer sehr fragwürdig, wann die Gegner unsere vermeintlichen Stealth-Kills bemerken. Mal erledigen wir einen Gegner völlig ungesehen und trotzdem weiß jeder NPC auf der Karte genau, dass wir es waren und wo wir sind. In anderen Fällen scheinen die Gegner sowohl blind als auch taub zu sein, laufen einfach an uns vorbei und können auf der Suche nach dem Mörder nicht mal 1 und 1 zusammenzählen. Die Assassin's Creed-Reihe hat ja schon immer durch ihre wahnsinnig authentischen Schauplätze begeistert. Die großen Städte wirken auch deshalb so lebendig und real, weil ihre Bewohner dynamisch auf ihre Umwelt reagieren können. Gerade bei den riesigen Menschenmassen in Unity war das durchaus beeindruckend. Was allerdings alles andere als beeindruckend war, das war die Intelligenz der Stadtwachen, die sich in Verfolgungen unfassbar dumm anstellen, in Schleichpassagen nur allzu gern in unser Messer laufen und in Kämpfen schön einer nach dem anderen angreifen, damit wir auch ja alle Angriffe kontern können. Okay, zugegeben, letzteres hat sich bei den neueren Ablegern schon merklich verbessert. GTA steht für Chaos und so könnte man das absolut rücksichtslose Fahrverhalten der NPCs durchaus auch als Feature bezeichnen. Die Polizei ist halsbrecherisch und richtet bei ihren Verfolgungsjagden für gewöhnlich mehr Schaden an als der Spieler, den sie verfolgen, rammt sich gegenseitig ins Verderben und reagiert einfach immer komplett über. Auch normale Verkehrsteilnehmer haben offenbar einen Heidenspaß daran, immer genau dann die Spur zu wechseln, wenn wir gerade mit 300 Sachen auf Überholkurs sind. Und wer sich in ein Taxi setzt, der kann wirklich froh sein, wenn er vollkommen unbeschadet am Zielort ankommt. Road to Hell Retribution war von vorne bis hinten einfach ein furchtbares Spiel und hat in vielen Bereichen negativ Maßstäbe gesetzt. Allen voran die KI. Die Computergegner scheinen keinerlei Konzept von Schießerei oder Deckung zu verstehen, schießen haaresträubend daneben, laufen blindlings auf uns zu und liefern im Faustkampf keinerlei Widerstand. Bei Verfolgungsjagden stehen irrsinnige Karambolagen und stupide Selbstmorde auf dem Tagesprogramm und nicht selten kommt es vor, dass ein Gegner einfach aufsteht und in eine Ecke spaziert, während wir ihn genüsslich niederschießen. Diese KI passt perfekt zu diesem Spiel. Das waren sie, die 5 dümmsten KI-Gegner in Videospielen. Ich bin sicher, ihr habt da auch einige Erfahrungen gesammelt. Schreibt diese doch bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Auf Wiedersehen und bis dahin.